dieser Mann sagt. Und dann kann ich ja urteilen. Aber dass es eben etwa in der Tagesschau einen Kommentar gab, am besten ignorieren, zeigt eben, dass eben der deutsche Journalismus auf den Hund gekommen ist. Das ist ja alles intellektuell nur noch eine einzige Zumutung. Naja, man hatte auch den Eindruck, dass es Propaganda ist, weil es ja auch schon vor Bekanntgabe dieses Interviews, also bevor man es sehen konnte, wurde ja schon gesagt, man soll sich es nicht anschauen, so ungefähr. Machen deutsche Medien im Grunde jetzt Propaganda. Es ist ganz einfach. Tucker Carlson, der ist ein Verbündeter von Donald Trump. Das ist ja, also Donald Trump ist jetzt kein Friedenspolitiker, das wäre zu viel gesagt. Er teilt diesen totalen moralisch aufgeladenen Imperialismus der beiden Administrationen nicht, sondern ist mehr ein Realist und will mehr das Bündnis mit Russland suchen, dann gegen China. Also auch Donald Trump sieht China als Feind, aber eben aus realistischer Perspektive und nicht aus exzeptionalistischer Perspektive, wenn ich jetzt mal diesen Begriff verwenden kann. Ja, und das ist es relativ einfach. Tucker Carlson, also der gehört zum Lager von Donald Trump, das ist ein Feind. Wladimir Putin ist sowieso der Feind schlechthin, das ist ja der neue Hitler, also ein Feind redet mit einem Feind, also kann man das, was sie da miteinander reden, sowieso ignorieren. Einfache Logik. Also das ist ganz einfaches Lagerdenken. Hat wenig mit neutralem Journalismus zu tun, da könnte man jetzt fragen, realistisch dieses Ideal von objektiven Journalisten überhaupt ist, inwieweit die Medien das überhaupt jemals vernünftig erfüllt haben. Denn das Ideal ist natürlich sehr schwierig zu erfüllen, da es in den Medien halt Interessen gibt, dass da halt Netzwerke gibt, da jeder Mensch bestimmte Dinge hat, für die er einsteht, beziehungsweise die sich karrieretechnisch eher lohnen zu vertreten. Aber diese Logik, das ist einfach die Logik des Lagerdenkens. Und wir sollten die Medien hier auch als politischen Akteure auffassen, vor allem die öffentlich-rechtlichen und nicht als neutrale Journalisten. Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, wenn wir so daran gehen. Für was auch immer. Ja, zumindest arbeiten sie nicht mehr nach simpelsten journalistischen Grundsätzen, und dazu gehört ja nun mal audiatur semper et altera pars, also man soll immer auch die andere Seite gehören. Das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt, und deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, wohin sich diese Diskussion, die man wirklich eben so als Dumpfbacken-Diskussion bezeichnen muss, wohin die sich entwickelt hat. Wem es ja richtig gut geht, das ist die Rüstungsindustrie. Rheinmetall hat ein neues Börsenhoch erreicht. Glauben Sie, dass es hier auch um Geld oder vielleicht sogar vor allem um Geld geht? Das könnte man auf diese Frage nur antworten. Nee, aber das ist sehr interessant. Am Tag, als das Bundeswehr-Sondervermögen angekündigt wurde, das hatte ich damals, das war im April 2022, glaube ich, schon thematisiert, da ist der Börsenkurs von Rheinmetall wirklich in die Höhe geschossen, das glaubt man kaum. Also schon an diesem Tag, da haben die Börsianer antizipiert, das wird jetzt der neue große Wurf, Rüstungsaktien, die lohnen sich jetzt richtig. Und natürlich hatten sie mit dieser Vorahnung recht. Also es war schon relativ schnell klar. Also das muss man den Börsen lassen. Man kann ja die Börsen für alles Mögliche kritisieren. Man kann Spekulationen für alles Mögliche kritisieren. Aber ein guter Frühindikator für bestimmte Entwicklungen sind sie ja schon. Klar, eine der Volksweisheiten, die eben jeden Tag bestätigt werden, ist: Geld regiert die Welt. Und dieser Krieg ist natürlich gesponsert oder auch vom Zaun gebrochen worden durch das Interesse der US-Rüstungsindustrie. Es ist ja so gewesen, dass als die NATO-Osterweiterung ins Stocken kam, dass in den USA ein Komitee gegründet wurde, die NATO nach Osten weiter an die Grenzen Russlands heranzuschieben, also die US-Militäreinrichtungen an die Grenzen Russlands heranzuschieben. Und dieses Komitee wurde natürlich von der Rüstungsindustrie finanziert. Und der US-Präsident Eisenhower war ja wie ein Prophet, als er bei seiner Abschiedsrede davor warnte, dass die Rüstungsindustrie eines Tages die US-Politik dominieren würde. Heute ist das der Fall. Man kann, ohne Verschwörungstheorien zu verbreiten, sagen: Der Kongress und das Repräsentantenhaus stehen unter dem starken Einfluss der Rüstungsindustrie, um nicht zu sagen, die Rüstungsindustrie bestimmt dort die Politik. Kommen wir zur Innenpolitik. Das Wichtigste für die Regierung, obwohl es ja jede Menge Probleme gibt, ist der Kampf gegen rechts. Das sagt sie selber. Wobei ich Also schon in in diesem Zusammenhang auch interessant, jedes US-Ministerium sollte eigentlich, ich glaube, schon seit den 90ern so ein Audit zusammenstellen, wo gezeigt wurde, wofür wird genau Geld ausgegeben, finden sich die Vermögenswerte des US-Ministeriums.
Das einzige Ministerium, was das bis heute nicht vernünftig hinbekommen hat, ist das Pentagon. Also das einzige US-Ministerium, was so entweder undurchsichtig oder korrupt ist und seine eigenen Finanzen nicht geordnet kriegt, ist das Pentagon. Also da kann man sich auch nur fragen, woran das liegt. Den Eindruck habe, dass es gegen jeden geht, der Kritik an der Ampel und an ihren Plänen hat. Mit dem Demokratiefördergesetz sollen NGOs, also Sorry, dass ich so häufig unterbreche, aber Demokratiefördergesetz. Also wenn bei dem Wording nicht alle Alarmglocken schrillen, also dann weiß ich nicht. Organisationen noch mehr Geld bekommen, um Rechtshass. Also sorry, das erinnert an die Spätphase der Weimarer Republik. Also solche Verordnungen, die beispielsweise alle Grundrechte aufgehoben haben, die hießen dann Verordnung zum Schutz von Staat und vom Namen her zumindest mal eine gewisse Kontinuität in der deutschen Geschichte zu erkennen. Und Hetze zu bekämpfen. Innenministerin Faeser sagt, SPD-Frau, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Familienministerin Paus will die Meinungsfreiheit juristisch nachjustieren und so weiter. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Das ist bedauerlich, dass man eine solche Entwicklung in den letzten Jahren feststellen muss. Nehmen wir also nur Organisationen, publizistische Organisationen, die vom Staat finanziert werden, um andere zu bekämpfen. Das ist ja eigentlich, das kennt man nur aus Bananenrepubliken und aus Diktaturen. Ich denke jetzt etwa an LibMod. Das ist also eine Organisation, die von zwei grünen Politikern geleitet wird. Ein Ehepaar, das dann eben kräftig finanziert wird aus grünen Ministerien oder so. Ich sage wirklich, das erinnert an die Bananenrepublik, mit dem Auftrag eben insbesondere alternative Medien zu bekämpfen, die vielleicht irgendetwas sagen, was nicht ganz in das Konzept eben der Regierung, der Regierungspolitik passt. Dabei wäre es eben wirklich eine vornehme Aufgabe, eine Regierung eben auch Kräfte zu unterstützen, die eher kritisch gegenüber eingestellt sind. Aber das ist wohl viel zu weit hergeholt. Also das ist eine sehr schlechte Entwicklung. Das heißt, zu unterstützen, das würde ja zumindest mal, es würde ja zumindest reichen, keine Thinktanks da aufzubauen, die eben das Regierungsnarrativ pushen. Kräfte, die einem nicht freundlich gesonnen sind, die zumindest nicht zu unterdrücken, die nicht zu zensieren. Also einfach die liberalen Grundfreiheiten, die wir haben, einfach aufrechtzuerhalten. Das würde ja schon reichen. Die Regierung muss das ja nicht mal aktiv unterstützen. Denn eine Regierung müsste eigentlich Wert darauf legen, dass ihre Politik kritisiert wird. Denn die Kritik führt ja dazu, dass man vielleicht die eigene Politik überdenkt und auch Fehler korrigiert. War das zu Ihrer aktiven Zeit noch so? Das war auf jeden Fall so, dass man reagiert hat auf die Kritik und dass man sagen musste, in keinem Fall sagen konnte, die Regierenden werden also von den Medien massiv unterstützt, was heute ja der Fall ist. Also nehmen wir jetzt doch mal diese großen Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus. Es ist ja gut, gegen den Rechtsextremismus zu demonstrieren, aber es wäre doch auch mal die Frage zu stellen, ja, warum haben wir diesen Rechtsextremismus? Und dann käme man auf die Politik, die diesen Rechtsextremismus verursacht hat. In der Regel war es immer ein Versagen in der Sozialpolitik, die zum Rechtsextremismus geführt haben. Das war schon in der Weimarer Republik so. Die Zahlen sind ja bekannt. Und heute haben wir beispielsweise den großen Niedriglohnsektor, der eben dazu führt, dass viele Menschen Lebensbedingungen haben. Das sind 6 bis 8 Millionen plus Familien, die eben dazu führen, dass sie am Monatsende ihre Rechnung nicht bezahlen können. Oder nehmen wir eben die Hälfte der 20 Millionen Rentner, die zu niedrige Renten hat, die eben dazu führen, dass der Lebensabend doch sehr ärmlich geworden ist. Und diese Entwicklung führen dann dazu, wenn die Betroffenen sagen, ja, wir werden ja gar nicht mehr vertreten, dass eben rechte Parteien gestärkt werden. Das war in der Vergangenheit so und das ist heute wieder so. Insofern bräuchten wir große Demonstrationen gegen eben zu niedrige Löhne, gegen zu niedrige Renten, gegen zu niedrige soziale Leistungen und gegen den sehr stark gewordenen Militarismus in Deutschland, der eben sich auch in den Regierungs... Ihr habt es ja gerade, ich hatte euch den Tweet von Fabio De Masi ja schon gezeigt, ich brauche den jetzt nicht nochmal einblenden. Ihr hattet es ja gesehen, Kritik an so einer Sparpolitik, die das Sozialsystem zerstört, mittlerweile auch schon rechts. Also selbst eine Politik, die
wahrscheinlich dazu führen würde, dass die Menschen weniger radikale Parteien wählen, einfach weil sie es weil sie gar nicht auf der Suche nach Alternativen sein müssen, weil einfach eine vernünftige Politik gemacht wird. Ja, so eine Politik ist schon rechts. Also wenn man sowieso alles als rechts deklariert, was soll den Menschen dann noch übrig bleiben, als rechts zu wählen?